Hey, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Samstag, das neue Was-Event läuft auf Hochtouren. Heute werde ich auch rausgehen, zocken, ein bisschen Staub machen. Aber bevor wir rausgehen und Bonbons sammeln und Staub sammeln und Pokémon fangen, erstmal meine Top 5 der besten Wasser-Pokémon für euch, damit wir wissen, auf was wir ein Auge werfen sollen, auf was wir Ausschau halten sollen und was wir so pushen sollen. Ihr wisst, ich werde eine Menge pushen, also das Wasser-Event könnte möglicherweise meinen ganzen Staub verbrochen, weil es gibt so viele Wasser-Pokémon, die ich jetzt auf Max pushen will. Starmie, Entogon, Yugong, Kingler, also echt eine Menge Zeugs. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Top 5 an. Und die Pokémon, die ich gerade genannt habe, sind natürlich nicht in den Top 5. Ich pushe ja jedes, wirklich jedes. So, wird relativ schnell das Video, weil bei Wasser ist es echt glasklar, was so die besten Pokémon sind. Auf Platz Nummer 5 haben wir Milotic. Da haben wir ihn. Nicht mit dieser Attacke oder diesen zwei Attacken. Das Moveset ist falsch. Drangtail ist weg. Genau. Waterfall. Und Charge Term. Weg mit Blizzard. Und Surf. Da seht ihr das Problem. Er kann keine Hydro-Pumpe. Er kann zwar Kaskade, aber keine Hydro-Pumpe. Und ihr wisst, Hydro-Pumpe ist echt krass. Ansonsten hat Milotic die Werte 190 KP, 192 Angriff und 242 Defense, was echt nicht schlecht ist. Max WP als 100er und das werden wir dann am Ende des Events haben, weil den werde ich auf Max pushen. Waschweiß ist ein bisschen erhöht während des Events. Ich habe schon ein paar rumlaufen sehen. Also ich denke, also ich habe glaube ich jetzt eh schon genug Bonbons. Aber ein paar fehlen glaube ich noch, weil der ist unter Level 20 gewesen. Und für Level 20 braucht man ja genau 248. Also ein paar werde ich auf jeden Fall noch sammeln und dann müsste ich den auf Max bekommen. Aber egal, Max WP 2967. Knackt leider die 3000 nicht ganz. Deswegen nur Platz Nummer 5. Dann weiter geht's mit Platz Nummer 4. Und ich weiß nicht mal, ob ich den entwickelt habe. Ich glaube nicht. Hier. Sumpex. Auch hier das Problem. Also ich werde den jetzt noch nicht entwickeln. Da werde ich wahrscheinlich entweder auf den C-Day warten oder wenn ich alle Gen 3 Starter entwickle und auf Max pushe. Aber auch Sumpex hat das Problem, dass er nicht Hydro-Pumpe kann. Deswegen nur Platz Nummer 4. Werte von Sumpex 200 KP, was nicht schlecht ist. Attack 208 und Defense 175. Max WP 2815. Also bei weitem besser als Turtok. Er kann aber nur Aquaknarre und nicht Kaskade. Und auch nur Surfer und kein Hydro-Pumpe. Also Moveset nicht so ideal. Weiter geht's mit Platz Nummer 3. Wo haben wir den? Bisschen weiter oben. Und zwar ist es nicht der Aquana. Aquana früher eigentlich der beste Wasserangreifer. Echt sehr solides Pokémon. Immer sehr hoch in den Arenen. 3000 irgendwas. Max WP. Also echt nicht schlecht. Und hier seht ihr auch das Moveset. Aquaknarre Hydro-Pumpe. Damals echt das beste Wasser-Moveset, was überhaupt ging. Bis halt Kaskade kam. Deswegen, Aquana kann keine Kaskade, deswegen nur Platz Nummer 3. Schauen wir uns die Werte an. Und zwar KP 260. Das sind, wenn man die Liste so betrachtet, auf jeden Fall die meisten. Und das sogar mit einem großen Abstand. Nicht nur knapp die meisten, sondern echt mit 60, 70 KP Vorsprung. Angriff 205, bisschen weniger als Sumpex, aber wie gesagt, es kann Hydro-Pumpe dafür. Und Defense 177. Max WP, ihr seht hier, 3157. Platz Nummer 2 und 1 sind, glaube ich, kein Geheimnis. Platz Nummer 2 geht an Gyarados. Er kann natürlich das neue Moveset, deswegen auch auf Platz Nummer 2. Dadurch hat er auch Aquana überholt. Kaskade, Hydro-Pumpe. Das ist momentan das beste Wasser-Moveset und das haut echt rein. Früher nicht so toll. Es konnte auch keine zwei Wasserattacken. Eigentlich nur ein WP-Monster für Arenen. Aber jetzt mit der neuen Wasserattacke war es eine Zeit lang der beste Wasserangreifer, bis dann Kyogre kam. Nur durch ihn habe ich dann Vulnona Solo Raid geschafft, weil mit den Geowatts um eine Sekunde, um einen Bruchteil der Sekunde nicht geschafft. Aber dann kam er mit der neuen Attacke, mit der alten. Also, was heißt mit der alten? Es gab davor keine Wasserattacke für ihn. Also keine Wasser Fast Attack. War es nicht möglich mit ihm, Vulnona zu schaffen, aber dann durch Kaskade easy. 30, 40, 50 Sekunden Restzeit. Ja, okay, 50 wahrscheinlich nicht, so 30, 40 Sekunden. Und davor hat er halt echt gar keine Chancen. Schauen wir uns die Werte an. 190 KP ist solide. 237 Angriff, also über 30 Angriff mehr als Aquana.
und der ist auf Platz Nummer 3. 197 Defense und Max WP 3281. Jetzt kommen wir natürlich auf Platz Nummer 1 und ihr wisst, ein Level 27er Kyoge ist besser als ein Level 40 100% Garados. So, und zwar den hier, den 100er, den ich hier habe. Richtig saftig. Kann das neue perfekte Moveset Kaskade Hydropumpe. Ist einfach zu krass. Und ich zeige euch jetzt auch wieso. Wir schauen uns die Red an. KP 182, nichts Besonderes. Angriff 270. Das hat einfach 70 Angriff mehr als Platz Nummer 3. Also der Sprung von Aquana auf Garados war schon 30. Und jetzt von Garados auf ist nochmal 33 Angriffsunterschied. So krass ist der Unterschied. 270 Angriff. Und Defense 251, was halt auch richtig krass ist, weil er steckt echt eine Menge ein. Max WP, wir können es hier sehen, 4074. Und damit ist Kyoge Platz Nummer 1. Sein Angriffswert ist einfach zu krass. Und deswegen ist er allgemein einfach einer der besten Angreifer. Und natürlich der beste Wasserangreifer. Und das wird hoffentlich auch eine Weile so bleiben. Das Event läuft momentan, es gibt Shiny Kyoge. Wie gesagt, es lohnt sich eigentlich auf jeden Fall ein Shiny Kyoge auf Max zu pushen, weil ihr seht, der ist einfach zu krass. Aber das war es eigentlich schon wieder von mir. Ich habe gesagt, das ist eine schnelle, kurze Liste, weil die Top 5 echt offensichtlich sind. Schreibt unten in die Kommentare, welche Liste von Pokémon ihr als nächstes sehen wollt, welchen Typen und was euer Lieblingswasser-Pokémon ist. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.